den Hut ziehen kann. Vor 7 Jahren hatte sie einen Unfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. Aber sie will sich nicht verkriechen, sie will sich auch nicht bemitleiden. Ganz im Gegenteil. Sie zeigt der ganzen Welt ihren Lebensmut und sie hat sich jetzt zu einem wirklich mutigen Schritt entschlossen. Nadine Stellbrink ist seit einem Unfall querschnittsgelähmt. Nie wieder wird sie rennen oder tanzen können. Doch ihre Behinderung ist für sie kein Grund, sich zu verstecken. Im Gegenteil, die 24-Jährige beweist mit einem Fotoshooting, dass auch Menschen mit Makeln sexy sind. Meist lächelt sie, trotz ihres Schicksals. Seit 7 Jahren sitzt Nadine im Rollstuhl. Ihr Rückenmark wurde bei einem Autounfall komplett durchtrennt. Auch den linken Arm kann sie kaum bewegen. Doch Nadine möchte kein Mitleid. Im Grunde genommen kann ich auch alles das machen, was jeder andere auch macht. Ob ich jetzt von A nach B rolle oder ich laufe von A nach B. Das macht den Kohl nicht fett. 20. Februar 1996. Nadine ist mit 2 Klassenkameraden auf dem Weg zur Berufsschule. Es ist glatt. Der Wagen kommt von der Spur ab und prallt auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem Schulbus zusammen. Nadines Freunde sind sofort tot. Nach Tagen im Koma müssen die Ärzte der damals 16-Jährigen eröffnen, dass sie nie wieder laufen kann. Also so wollte ich nicht weiterleben. Also im Rollstuhl, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das, ne, dann kann ich nie wieder in eine Disco gehen, ich kann nie wieder tanzen, kann dies nicht mehr machen und das nicht mehr. Muss immer, weiß nicht, für mich ist irgendwie ja, halt eine Welt zusammengebrochen. Und ja, wie soll man damit klarkommen? Anfangs verkriecht sich Nadine, geht kaum mehr raus. Bis zu dem Tag, an dem Freunde sie zu einem Ausflug mitnehmen. Sie fasst neuen Lebensmut, merkt, es ist gar nicht so schlimm, sich öffentlich im Rollstuhl zu zeigen. In ihrer Heimat Versmold, einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen, ist die hübsche blonde Frau im Rollstuhl mittlerweile bekannt. Sie interessiert sich für Mode wie jede andere Frau. Sie hat ein eigenes Auto. Und am Wochenende geht sie in die Disco. Wenn ich in der Disco bin, ich sehe ganz selten andere Rollstuhlfahrer. Meistens bin ich immer die Einzige. Ganz selten sieht man irgendwie Leute, die dann auch im Rolli sind oder die irgendwie ein Handicap haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sich irgendwie verstecken. Aber warum? Ja, warum? Nadine jedenfalls steht zu sich und ihrem Körper. Nun möchte sie wissen, wie sie vor der Kamera rüberkommt und hat sich zu einem Fotoshooting entschlossen. Ein mutiger Schritt. Also ich mache heute dieses Fotoshooting einfach, um anderen Leuten zu zeigen, dass man im Rollstuhl auch attraktiv sein kann. Und dann geht's ans Set. Fotografin Susanne Clemens gibt Nadine klare Anweisungen. Behutsam werden Nadines Füße in Position gerückt. Fotografin Susanne Clemens ist begeistert von der 24-Jährigen. Jede Frau ist eine Diva, die kann ihr Sexappeal nach außen tragen und sie ist, wie sie ist. Und bei Nadine ist es zum Beispiel, man hat es gesehen, die wuchs mit ihren Aufgaben und mit ihrer Vorstellung, die sie hatte. Und die hat sie nach außen gekehrt, weil wir sie unterstützt haben und sie hat sich wohlgefühlt und hat gesagt, so, und das ist so, fertig. Und jetzt, das bin ich. Abends in der Kneipe stößt Nadines neuer Look auf große Zustimmung. Freund Jens ist begeistert. Auf so viel Selbstbewusstsein kann man ruhig mal anstoßen. Nadine selbst zieht nach der ungewohnten Aufregung ein positives Resümee. Ja, hat mir super gut gefallen, hat Spaß gemacht, so mit dem Schminken und den Haaren zubereiten. War ganz lustig, hat Spaß gemacht. Offensichtlich, denn als die Fernsehkamera aus war, ist Nadine richtig mutig geworden und hat noch mehr Haut gezeigt. Eines ist auf alle Fälle klar geworden. Jede Frau kann erotisch sein. Ganz egal, ob sie im Rollstuhl sitzt oder nicht. Mehr zu dem Fotoshooting finden Sie im Internet. Dort gibt es auch eine Seite.